Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Joggler 66, Stunde der Wahrheit oder auch Jörg, wie mein eigentlicher Name lautet. Ich habe mich hier heute Abend eingefunden mit zwei sehr treuen Begleitern von mir der Lesung Das Doppelgesicht des Papsttums von James Atkin Wiley. Das Doppelgesicht des Papsttums von James Atkin Wiley, ein Buch, das geschrieben wurde in den 1850er Jahren und dann auch direkt ins Deutsche übersetzt wurde, das ich jetzt in 66 Teilen gelesen hatte, wurde ja begleitet von einer Skype-Gruppe. Das ist dazu gekommen, weil ich damals mit dem Übersetzen des Buches Romanismus und die Reformation die Idee hatte, eine live-aktive Lesung zu machen, mir Leute mit einzuladen. Und dann eine Lesung zu machen vor sogenannten Live-Publikum und die dann auch live daran teilnehmen können. Das haben wir dann gemacht in verschiedenen Büchern. Diese Lesungen sind gegangen von, das erste Buch war Romanismus und die Reformation, das Bruder Maximilian ins Deutsche übersetzt hat. Dann haben wir das gemacht mit Herrscher des Bösen, mit Hinter den Diktatoren. Wir haben das gemacht mit, war das mit Hinter den Diktatoren? Nee, das war gar nicht mit der Gruppe, ne? Oder? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es noch mit Die Himmelskönigin, ein Buch, das Max jetzt innerhalb der nächsten Wochen auch abschließen wird und veröffentlichen wird. Und auch das Buch Babylon Mysterien, Religion. Und im Grunde ist mit dieser Lesung des Doppelgesicht des Papsttums von James Atkin Wiley jetzt diese Aktion, diese öffentliche Lesung zu einem Ende gekommen, weil die Beteiligung nicht das war, was ich mir davon erhofft habe. Aber ich habe zwei sehr treue Begleiter, die sich dann auch entschlossen haben, mich heute bei den abschließenden Worten dieses Buches zu begleiten. Ich habe mir ein kleines Dokument vorbereitet, das ich den beiden auch gegeben habe, das wir jetzt vorlesen werden und wo wir noch einmal zusammenfassen werden, worum es in diesem für mich sehr wichtigen und wirklich auch lesenswerten Buch Das Doppelgesicht des Papsttums von James Atkin Wiley geht, so dass man im Grunde dieses Video vielleicht sogar schauen könnte, bevor man die ganze Buchlesung schaut. Aber ich finde es auf jeden Fall einen gepassten Abschluss. Meine beiden Brüder, die ich hierbei gerne vorstellen möchte, sind zweierlei. Der erste ist euch der altbekannte Alexander, der immer die Lieder zu den Lesungen beigesteuert hat, nicht nur zum Doppelgesicht des Papsttums, auch zu anderen Live-Lesungen, die wir gemacht haben, und der sich hier heute eingefunden hat, um uns zu begleiten. Hallo Alexander, herzlich willkommen. Ja, guten Abend, Jörg. Guten Abend zusammen, liebe Zuhörer. Es freut mich, dass ich dabei sein kann. Ja, und ja, bin Es freut gespannt. uns, dass du dabei bist auch. Ja. Ja, gut. Und der zweite Zuschauer, der mich begleitet hier, ist der Michael, den ihr alle kennt aus der Zusammenarbeit von der satanischen Medienagenda oder satanischen Musikagenda oder satanischen Genderagenda, von vielen Videos, die er selbst gemacht hat und von sehr vielen Videos, wo er mich begleitet hat. Das fing an damals mit der Griesinger-Lesung in 2018 und seitdem ist Michael sehr oft an meiner Seite und begleitet mich bei meinen Lesungen, und ich bin auch froh und glücklich darüber, dass er der Einladung gefolgt ist und heute bei der abschließenden Lesung auch dabei ist. Hallo Michael, herzlich willkommen. Ja, hallo Jörg, hallo liebe Anwesenden und hallo liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr alle da eingeschaltet habt und auch bei dieser Abschlusslesung dann dabei seid. Und ich kann jetzt auch nur noch mal aufrufen, fällt mir gerade im Zusammenhang ein, alles das, was ihr hört aus diesen ganzen christlichen Kanälen, bitte runterladen. Denn wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht in dieser ganzen zuständigen Digitalisierung, die ja zu dem Zeitpunkt des Schreibens dieses Buches noch überhaupt kein Thema gewesen ist. Viel Wissen ist schon verloren gegangen, und damit das eben nicht auch mit den Lesungen passiert, bitte ladet die ganzen Sachen runter und speichert die auf mindestens zwei Festplatten, damit sie dann noch irgendwo für andere Menschen bewahrt werden, falls wir dann halt mal auf andere Dinge ausweichen müssen. Jetzt gebe ich aber wieder weiter den Flur an den Jörg. Ja, ist ein sehr interessanter Punkt, den du da gerade gemacht hast, Michael, weil innerhalb der letzten Woche sind vier meiner Videos gesperrt von YouTube geholt. Da geht es um drei Videos der satanischen Medienagenda, zwei mit einem Thema, zwei sogar, die noch überhaupt nicht veröffentlicht sind. Die wurden runtergeholt, die eigentlich in Premiere gingen am 11. und am 13. Mai mit dem Thema Christopher Lee. Und dann eins, das ich glaube vor 2 Tagen jetzt veröffentlicht wurde. Und oder vor 3 Tagen, auch mit Christopher Lee. Und schließlich noch Masseneinwanderung in Europa, ein lang vorbereiteter Plan, wo wir eine Rede von dem sogenannten Bischof Athanasius Schneider auch analysiert haben.
Und das ist halt alles von YouTube runtergeholt wegen sogenannter Hassrede. Dass da keine Hassrede drin ist und dass YouTube auch nicht sagen kann, welches Bild oder welcher Zeitverlauf in dem Video gegen ihre Community-Richtlinien verstößt, das ist eigentlich das, was sich am meisten ärgert, weil jedes Mal, wenn ich einen Einwand dagegen einbringe, wenn ich also da eine Beschwerde gegen einlege, gegen den Entschluss von YouTube, dann sagen sie von, ja, wir haben es geguckt und es ist trotzdem so. Aber sie sagen nie, was denn jetzt genau gegen ihre Richtlinie verstößt. Können sie auch nicht, weil in den Videos ist nichts, was gegen ihre Richtlinien verstößt. Und das ist willkürliche Zensur. Und ich kann nur den Aufruf von Michael deutlich wiederholen. Bitte sorgt dafür, dass ihr die Videos, die ihr gut findet, runterladet und, ich sage es mal so, für die Nachwelt auch bewahren könnt. Weil teilweise sind die Videos noch nicht mal offiziell erschienen und sie werden von YouTube schon runtergeholt. Die könnt ihr natürlich nicht runterladen, aber da wisst ihr, da kennt ihr mich dann auf BitChute zum Beispiel für, und dann könnt ihr zu BitChute gehen und dann könnt ihr das da nachlesen. Was nicht auf BitChute steht, das steht dann oftmals auf archive.org, weil ich habe ja auch auf Archive mein Archiv, wo unter anderem auch das Buch Das Doppelgesicht des Papsttums steht. Und jetzt kommen wir mal zum Thema des Abends. Das Doppelgesicht des Papsttums. Seine Geschichte, seine Lehren, sein Geist, sein Einfluss auf den Einzelnen, auf die Nationen, Zustand und Aussichten der römischen Kirche von James Atkin Wiley. So lautet im Grunde der Titel des ganzen Buches. Das habe ich auf Archive hochgeladen. Das findet ihr hier in der Originalversion, 447 Seiten in der Frakturschrift, wie ich es auch gelesen habe. Und es gibt das Buch auch noch in lateinischer Schrift, weil der Bruder Marius sich die Arbeit gemacht hat, das Buch in lateinische Schrift zu übersetzen, dass es für viele noch zugänglicher und lesbarer ist. Das findet ihr auch auf meinem Archive, in meiner Archive-Bibliothek. So. Hier steht eine kleine Zusammenfassung darüber, die ich auch immer in die Abspielliste und in die Videos dieser Lesung eingeklebt habe, um mal eine Idee zu geben, worum es geht. Das Papsttum ist nächst dem Christentum die großartigste Erscheinung der neuen Welt. Nun, ganz wichtig ist, dass man hier schon mal versteht, ja wieso das Papsttum ist nächst dem Christentum. Ist denn das Papsttum kein Christentum? Ist denn die römisch-katholische Kirche kein Christentum? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man einen solchen Satz liest. Und diese Frage wird während der Lesung auch überdeutlich immer wieder beantwortet. Von beiden, so wird hier in der Zusammenfassung weiter gesagt, hat unglücklicherweise das Erstere in mancher Hinsicht einen noch mächtigeren Einfluss auf die Zustände des Menschengeschlechts geübt und eine augenfälligere Rolle auf dem Schauplatz der Welt gespielt. Also, das Papsttum ist viel Menschen beeinflussender als das Christentum. Die Erhebung und Entwicklung dieses staunenswürdigen Systems vollständig zeichnen, hieße eine Geschichte des westlichen Europas schreiben. Der Fall ganzer Reiche, der Untergang religiöser Systeme, die Auflösung und Erneuerung der Gesellschaft, die Entstehung neuer Staaten, die Veränderung in Sitten, Gewohnheiten und Gesetzen, die Staatskunst der Höfe, die Kriege der Könige, der Fall und die Wiederbelebung der Wissenschaften, der Philosophie und der Künste, alles, alles dies hängt unmittelbar mit der Geschichte des Papsttums zusammen, zu dessen Wachstum sie beigetragen und dessen Schicksal zu entscheiden sie geholfen haben. Unsere Zeit und die Grenzen des Erdballs bieten kein zweites Feld von so ungeheurem Umfange für die wissenschaftliche Forschung. Es mag hier aber genügen, in allgemeinen Umrissen die vorzüglichsten Ursachen anzugeben, welche zu der Entstehung dieser entsetzlichen Macht des Papsttums beigetragen haben und die Stufen, welche den Lauf seiner furchtbaren allmählichen Entwicklung bezeichnen. Das heißt, wir haben es hier mit einer Evolution zu tun. Jetzt, das hat nichts mit einer Evolutionstheorie zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass das Papsttum evoluiert ist, dass es gewachsen ist. Und diejenigen unter uns, die dieses Video schauen und die die Bibel kennen, die wissen ja, dass im Buch Daniel sowohl im 2. als auch im 7. Kapitel 4 Königreiche besprochen wurden. Und wenn wir auf das Kapitel 7 von Daniel zurückgehen, wo die 4 Königreiche verglichen werden mit
mit Tieren, da wissen wir, dass das letzte Tier 10 Hörner hat. Und aus diesen 10 Hörnern, aus der Mitte der 10 Hörner, wächst ein 11. Horn, ein kleines Horn, um es mal so zu sagen. Schauen wir mal eben hier, ob ich hier kurz ein Bild dazu einblenden kann, weil ich hab's, aber ob ich es jetzt hier auf dem Computer auch schnell finde, ja, ist schon hier. Also das hier ist ein sehr sinnbildliches Bild natürlich, da spricht man vom kleinen Horn und 10 Hörner. Na gut, das ist ein klein wenig geschichtlich, sage ich mal, muss man schon was verstehen, um dieses Bild zu begreifen, weil wir sehen hier 7 Hörner und das kleine Horn, das groß ist. 7 Hörner deswegen, weil aus den 10 Hörnern wurden 3 mit der Wurzel ausgerissen und blieben halt nur noch 7 über. Und dann haben wir eben das kleine Horn, das zum großen Horn wurde, das Augen hatte wie ein Mensch und einen Mund hatte, der viele blasphemische oder gotteslästerliche Dinge gesprochen hat. Eine kleine Beschreibung des Papsttums. Wenn wir jetzt dieses Bild weglassen und uns dieses Bild einmal anschauen, dann haben wir vielleicht ein noch besseres Verständnis dafür, weil hier eben auch die verschiedenen Punkte aus Daniel 7 angeholt werden, die bestätigen, dass das Papsttum bereits von Daniel während der babylonischen Gefangenschaft in Kapitel 7 deutlich beschrieben wurde. Ja, das kleine Horn, das hier dieses große Horn dann geworden ist im Laufe der Zeit, stieg aus den 4 Biestern aus. Es entwickelte sich zwischen den 10 Hörnern. Es erschien nach den 10 Hörnern. Es war anders als alle anderen Hörner. Es hatte einen mehr stolzen Ausdruck dann seine Kollegen. Es hat 3 andere Königreiche mit den Wurzeln ausgerottet. Es sprach große Worte gegen den Allerhöchsten. Es hat die Heiligen des Allerhöchsten vernichtet oder auch zermürbt. Es dachte, Zeiten und Gesetze zu ändern. Und es regierte für eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist im Grunde die ganze Geschichte des Papsttums mal eben kurz zusammengefasst, nur aus Daniel Kapitel 7. Und da haben wir schon sehr, sehr viel drin gelernt. Dieses kleine Horn, das ist das, das Bischofstum, also das Bistum, das Bistum sagt man im Deutschen, das ist das Bistum des Bischofs von Rom, der als ein kleines Horn begann und sich dann immer mehr entwickelt hat, immer mehr Macht bekommen hat, bis er schließlich sich über die anderen Hörner überentwickelt hat und der selbsternannte König der Könige ist. Deswegen ist das Horn dann hier auch als größer als die anderen dargestellt, weil wenn ich mir selber den Titel gebe, dass ich der König der Könige bin, dann stehe ich ja über den Königen, also muss ich ja größer sein als sie. Deswegen die Zeichnung des zwischen Anführungszeichen kleinen Horns hier in dieser Art und Weise, in dieser Form. Es hat die anderen Hörner überschattet, es hat die anderen Hörner überwältigt, es regiert die anderen Hörner, das heißt, es regiert die anderen Nationen, es regiert die anderen Königreiche als selbsternannter König der Könige. Das ist das Papsttum. Und seine Geschichte wurde in dem Buch von James Edgar Wiley wunderbar dargelegt und genau da gehen wir jetzt auch rein. Ich habe mir hier die Mühe gemacht, einmal das Inhaltsverzeichnis aus dem mit der Frakturschrift genommenen Buch rauszunehmen und dann nochmal in lateinische Schrift zu übersetzen. Und wir gehen jetzt das ganze Inhaltsverzeichnis des Buches einfach mal durch. Hier und da gibt es vielleicht ein paar Dinge, wo wir eben mal stehen bleiben und sagen von, oh, da habe ich vielleicht einen Kommentar zu, da gehen wir vielleicht ein wenig tiefer rein. Und ansonsten sind natürlich auch meine beiden mich begleitenden Brüder, Alexander und Michael, herzlich dazu eingeladen, eben dasselbe zu tun, mich zu unterbrechen oder Fragen zu stellen oder Kommentare zu dem hier Gelesenen abzugeben. Die Ursache ist mit dem Bekannten versteckt. Das ist eine der Aussprache, die in Latein auf dem Umschlag des Buches steht. Ein Spruch, ich weiß nicht, ob er von James Edgar Wiley kommt oder wo er herkommt. Es ist auch ziemlich egal, wo er ist. Aber wir sagen das heute auch. Wir sagen, diesen Satz sagen wir so oft, nur wir sind uns gar nicht bewusst, was wir damit sagen. Wir sagen nämlich davon, er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder er sieht den Baum im Wald nicht. Ja? Wo,
mein ehemaliger christlicher Freund, weil er war mein ehemaliger Freund und Christ ist er wahrscheinlich auch nicht mehr, Walt Stickel, der hat immer gesagt, wenn du einen Baum verstecken willst, wo machst du das am besten? Ja, im Wald natürlich. Weil dann ist dieser eine Baum sehr, sehr schwer zu finden. Und das ist genau das, was dieser Satz auch aussagt. Die Ursache ist mit dem Bekannten versteckt. Wenn ich an den Brunnen der Dinge gehe, dann muss ich den Brunnen da verstecken, wo jeder hinguckt, weil das ist ja alles bekannt. Dann übersehe ich das so einfach, weil ich es ja doch alles kenne. Dann schaue ich gar nicht weiter genau hin. Und das ist genau der Punkt. Also, im ersten Kapitel des Buches Das Doppelgesicht des Papsttums sprechen wir über die Lebensregungen der verschiedenen Formen des alten Paganismus, also Heidentums. Ihr Streben, im Christentum zu neuer Herrschaft zu gelangen. Hier steht Christentum, weil das eben aus der Frakturschrift übersetzt ist und ich hier und da mal ein S vergessen habe, weil das liest sich, wenn man das kopiert, als F und deswegen steht hier Christentum, das heißt aber Christentum. Okay? Vergebt mir solche Kleinigkeiten, das kann immer mal passieren, dass solche Fehler da drin sind. Also, Lebensregungen der verschiedenen Formen des alten Heidentums. Welche verschiedenen Formen denn? Ja, wir haben viele verschiedene Formen des Heidentums gehabt. Und um es jetzt bei der Bibel zu halten und kurz zu halten, die verschiedenen Formen des Heidentums in der Bibel, die beschrieben sind, hauptsächlich beschrieben sind, sind die Formen aus Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Nämlich die vier Biester aus dem Buch Daniel, Kapitel 7, über das wir bereits besprochen haben. Und wie regt sich das Leben dieser verschiedenen Heiden, dieses verschiedenen Heidentums heute immer noch? Wie regt sich das im Papsttum? Der Punkt ist ja, dass wir begreifen müssen, dass das Papsttum nichts anderes ist als die Umarmung des Heidentums und dann das Neueinkleiden der heidnischen Traditionen in das Christentum. Und so den Menschen das Heidentum als Christentum zu verkaufen. Weil niemand will Heide genannt werden. Ja? Oder damals auch wollte niemand Heide genannt werden, weil Konstantin hat ja das Christentum zur Staatsreligion erhoben. Aber wenn er will, dass die Leute das Christentum auch akzeptieren, dann muss er es ihnen schmackhaft machen. Und jemand, der aus dem Heidentum kommt, akzeptiert nicht so einfach das Christentum. Also muss ich ihm das Heidentum so einpacken oder das Christentum so einpacken, dass er mit dem Heidentum gar keine großen Unterschiede mehr sieht. Das genau hat das Papsttum gemacht. Und diese verschiedenen Formen, diese verschiedenen Lebensregungen dienen dann dazu, dem Papsttum die Herrschaft zu geben, die es bekommen hat. Und das wurde hier im ersten Kapitel besprochen. Zweites Kapitel. Na, Entschuldigung, wenn ich das so unterbreche. Ich muss dich nicht entschuldigen, Alexander. Dafür bist du hier, um das zu tun. Ich denke, da zum Sinnbildlich, um das zu verstehen, für die Leute, die da zuhören, wegen dem Heidentum, was das Heiligste, was ja im Vatikan ist, ist ja der Jupiter. Respektive der Petrus, wie dort auf dem Stuhl sitzt, also eine schwarze Statue, wo jeder Papstbesuch oder Kirchenbesucher diese Füße dem Mann küsst dort. Also das ist ganz tief in dieser Kirche drinnen und das hat noch so viele Ableger von diesem Heidentum, das füllt Bücher darüber zu reden. Vor allem die Statue, die du gerade erwähnst, das haben wir hier, das ist hier der Thron des Petrus im Vatikan, ne? Das ist nicht die Statue selbst, sondern das ist sein Thron unter diesem Sonnensymbol natürlich, wo schön die Sonne durchscheint. Hier haben wir den Kopf dieser Statue des Peter. Das ist aber leider schlecht verpixelt, schlecht aufgenommen. Ich habe da noch bessere Bilder, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, unter welchem Namen ich die habe, weil das hier zum Beispiel das hier. Ja, das ist dann, da geht es dann um die Zehen des heiligen Petrus. Ja? Genau. Das ist das, was du meinst. Diese Statue, das ist richtig, die hat man aus dem römischen Pantheon geholt. Das Pantheon war ein alter heidnischer Tempel im alten heidnischen Rom, der natürlich dann auch die dort zwischen Anführungszeichen christliche Zeit erlebt hat. Und dieses Pantheon wurde übrigens im 7. Jahrhundert von einem der ersten Päpste als eine Kirche gesegnet, also zur Kirche umgewandelt. Und aus diesem Pantheon, wo die ganzen alten griechischen und römischen Götter, also Götzen, abgebildet waren, wie hier dieser Petrus, dieser Jupiter, der wurde dann in den St. Petersdom verfrachtet und dort mit dem Namen Petrus versehen.
Also, der alte Jupiter aus dem Pantheon wird, weil er vom Platz verändert, wo er hingestellt wird, vom Jupiter zum Petrus. Das ist der Punkt, den du machen wolltest, ne? Genau, ja. Sehr gut. Dankeschön. Bitte schön. Entstehung und Fortschritt der kirchlichen Oberherrschaft. Wir müssen zwei Dinge eben mal kurz verstehen. Wenn wir über das Papsttum reden, dann reden wir über die temporale, weltliche Macht und wir reden über die geistige, kirchliche Macht. Das sind zwei verschiedene Machten oder Mächte, die der Papst hat, Kräfte, die der Papst hat. Das drückt sich auch aus in der Flagge des Vatikan, die ja die zwei Schlüssel sind. Der silberne unterliegende Schlüssel, der für die weltliche, temporale Macht steht, die zivile Macht, und der goldene Schlüssel, der für die geistige, also spirituelle, kirchliche Macht des Papstes spricht. Und der goldene Schlüssel liegt über der silbernen. Das heißt, der goldene Schlüssel beherrscht eben auch den silbernen Schlüssel oder die geistige Macht beherrscht die zivile Macht. Das heißt, die zivile Macht ist dem goldenen, ist der spirituellen Macht unterworfen und muss der geistigen Macht Gehorsam leisten. Wenn man das verstanden hat, dann erklärt das schon mal sehr viel darüber, wie die Weltpolitik heutzutage läuft. Das versteht man dann schon mal ziemlich gut, nehme ich an. Ja? Aber wir wollen ja jetzt hier den Inhalt des Buches auch nicht zerreden. Wir wollen aber kurz eben sagen, worüber es in diesem ganzen Buch geht. Also, Entstehung und Fortschritt der kirchlichen Oberherrschaft. Wir sprechen also erstmal hier jetzt über den goldenen Schlüssel. Ja? Die ursprüngliche Gleichstellung aller Hirten und Bischöfe. Das heißt, in anderen Worten, wir kannten damals im sich entwickelnden Christentum verschiedene Bischöfe. Ja, wir wissen ja selbst aus der Bibel, aus dem Buch der Apostelgeschichte, dass, Petrus und Paulus, wo sie gewesen sind, vor allen Dingen Paulus, als er bei den Heiden war, dass er die Kirchen, die er da aufgerichtet hat, dass er die an Älteste überlassen hat. Diese Älteste waren Bischöfe und diese Bischöfe haben danach eben die Kirche geleitet, als Petrus da weggegangen war. Und hier geht es darüber, dass die alle gleichgeschaltet oder gleichgestellt werden. Mit anderen Worten, die ursprüngliche Bedeutung ist, dass alle Bischöfe dieselbe Macht haben und nicht, dass ein Bischof sich über andere Bischöfe erhöht. Und genau das hat ja der Vatikan oder besser gesagt das Papsttum getan. Das erhöht sich über die anderen Bischöfe. Etwas, was nicht in der Bibel steht, weil da steht drin, einer ist euer Meister, Jesus Christus, und ihr alle seid Brüder und Schwestern. Vereinigung von Staat und Kirche im 4. Jahrhundert. Die Bildung der Metropoliten, also der Städte und der Patriarchen. Der Aberglaube, also der Gegenglaube, der durch das Heidentum in das, zwischen Anführungszeichen, Christentum von Rom eingezogen ist. Der Edikt Valentinian, der begründet den Suprimat im Westen, wird hier angesprochen. Das heißt, der Codex Justinianus damit bei, römisch-katholisch-kanonisches Recht, wird eingeführt. Und das heißt, hier wird dem Papst bereits die weltliche Macht verliehen im westlichen Rom. Wir müssen wissen, in der Zeit nach 476, wo Rom eigentlich gefallen ist, in der Zeit, wo die 10 Königreiche dann entstanden sind, die 10 Hörner, von denen wir davor gesprochen haben, in der Zeit, hat sich dann der Papst aus dem Machtvakuum in Rom, oder besser gesagt der Bischof von Rom, aus dem Machtvakuum in Rom hervorgetan und hat die Macht an sich genommen. Rom war kaiserlos, weil der Kaiser des Römischen Reiches saß zu der Zeit in Konstantinopel. Ja, Konstantin ist im Anfang des 4. Jahrhunderts von Rom nach Konstantin gegangen. Also es gab ein oströmisches und ein weströmisches Reich. Als Konstantin aus Rom wegging, hat er das Machtvakuum hinterlassen, das der Bischof von Rom langsam an sich gezogen hat. Und mit dem langsam Anziehen, da beginnt es mit dem Edikt Valentinian, das begründet den Suprimat des Bischofs in Rom in der Westkirche. Dann kommt der Codex Justinianus, wo die römisch-katholische Kirche ihr römisch-katholisches Recht veröffentlicht und eben auch ihre
temporale, also ihre zivile Macht ausbreitet. Und dann kommt schlussendlich das Edikt des Phokas im Jahre 606, das der Beginn der 1260 Tage Jahre ist, der 42 Monate, der Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Weil durch das Edikt des Phokas, worüber wir in diesem Buch gesprochen haben und worüber wir auch ausführlich gesprochen haben in Romanismus und die Reformation von Henry Gretton Guinness, da hat in 606 durch das Edikt des Phokas, Phokas war der damals regierende Kaiser des Römischen Reiches, der hat dem römischen Bischof die geistige Macht über die westliche Kirche und die östliche Kirche gegeben. Mit anderen Worten, er hat den Bischof von Rom zum Bischof der Bischöfe ernannt, ja? Zum obersten Bischof. Er regiert über alle anderen Bischöfe und damit über alle anderen Kirchen im Westen und im Osten des Römischen Reiches, der damals so weit bekannten, zwischen Anführungszeichen, zivilisierten Welt. Das passierte im Jahr 606. Da beginnen die 1260 Tage Jahre zu zählen, die dann natürlich, wenn man rechnen kann, 1866 enden, wo dem Papst eine oder dem Papsttum eine tödlich erscheinende Wunde zugefügt wurde. Wir sprechen hier auch noch über 476 nach Christus, also den Fall des Westreiches in die 10 Nationen, die wir bereits besprochen hatten, oder die 10 Hörner, die ich bereits erwähnt hatte. Und, eben hier das Bild von der Lesung wieder mit beinehmen, die Ansprüche der Päpste auf die Statthalterschaft Christi, die Stärkung des Suprimats durch diesen Anspruch. Also mit anderen Worten, die Annahme des Titels Vicarius Filii Dei, ja, weil das heißt ja Stellvertreter Jesu Christi, also Statthalterschaft Christi, und auch die Annahme des heidnischen Titels Pontifex Maximus. Das passierte alles in der Zeit um 606. Im dritten Kapitel sprechen wir über die Entstehung und den Fortschritt der weltlichen Herrschaft. Also hier geht es jetzt nicht um die geistige Herrschaft, hier geht es erstmal um die weltliche Herrschaft. Die Bekehrung der nordischen Völker, also die Hunnen, die Germanen, die Völker, die im Grunde in Rom eingefallen waren und Rom vernichtet hatten im 5. Jahrhundert, die werden jetzt, zwischen Anführungszeichen, bekehrt. Die werden von Heidentum katholisch. Zugeständnisse Pepins und Karl des Großen im 8. Jahrhundert. Pepin war ein französischer König, der dann in das Reich der Germanen einfiel und die überwonnen hat. Also besiegt hat und Rom zugegliedert hat. Und der Sohn von Pepin war Karl der Große, der am 25. Dezember im Jahr 800 vom Papst zum ersten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation in Aachen gekrönt wurde. Die dreifache Krone, das ist die Tiara des Papstes. Die dreifache Krone drückt aus, dass der Papst, wenn er sie sich aufsetzt, behauptet, Herrschaft zu haben über Himmel, Erde und Untererde, also Hölle. Ja. Reichtum und Anmaßung und Unwissenheit des Klerus. Ja. Also der Klerus wurde reich auf verschiedene Arten und Weisen, die wir in diesem Buch besprechen. Und der Klerus ist unwissend, also der Klerus, das ist dann die das sind die verschiedenen Priester und anderen Würdenträger der römisch-katholischen Kirche, nenne ich jetzt mal, sind unwissend, weil sie das eben alles machen auf Basis, wo sie nicht die Bibel als Basis haben. Sie lesen nicht die Bibel, sie kriegen die Bibel auch nicht während ihrer Ausbildung zugesteckt, um sich darin zu erlernen, um da Dinge rauszulernen. Nein, die Bibel wird da nicht gelehrt, da wird die Menschenlehre wird dort gelehrt oder auch Gnostizismus. Und deswegen spricht man von einer Unwissenheit des Klerus. Es kommt das Mönchtum zum Entstehen in der römisch-katholischen Kirche, das natürlich bereits Vorläufer hat. Mönche gab es schon in Babylon. Ja? Deswegen ist auch sehr wichtig, sich die Videos anzuschauen oder das Buch zu lesen von Alexander Hislop, von Babylon nach Rom. Oder Babylon Mysterienreligion von Ralph Woodrow. Dann kam es zu einer Zunahme des Bilder- und Reliquiendienstes, weil das kennt man aus dem Heidentum. Jetzt wurde das hier in das sogenannte Christentum, in den Katholizismus eingeführt. Nach und nach und nach. Die Bilderstreitigkeiten, das heißt Streitigkeiten, wenn es dazu kam, wenn einige sogenannte Kirchenväter gesagt hatten von ja, aber wir wollen hier keine Bilder haben, das ist nicht christlich, da gab es dann Streitigkeiten drüber.
Italien von der oströmischen Herrschaft befreit und der Papst wird ein weltlicher Fürst. Viertes Kapitel beschreibt die Entstehung und Fortschritte der weltlichen Oberherrschaft. Das Streben nach weltlicher Oberherrschaft ist dem Papsttum immanent. Es geht um den Verfall der karolingischen Dynastie, also das ist die Kaiserdynastie, die aus Karl eben vorgegangen ist. Und da gibt es ja heute immer noch Leute von, die da aus dieser Blutlinie hervorkommen. Und da weiß Michael euch eine ganze Menge drüber zu erzählen. Das haben wir nämlich ganz wunderbar besprochen in vielen Lesungen über den sogenannten Christopher Lee, der ja auch von sich behauptet, zurückzufallen auf die Blutlinie von Karl dem Großen. Nicht wahr, Michael? Wollen wir mal hier aus dem Schlaf holen. Ja, das hat er öfters gesagt. Er hatte sogar seine eigene Filmproduktionsfirma namens Charlemagne, also die französische Aussprache von Karl dem Großen. Genau. Ja, wunderbar. Also der Verfall eben dieser karolingischen Dynastie, der Verzicht auf die Einmischung in die Papstwahl, das heißt mit anderen Worten, früher hatte der Kaiser von Rom eine Rolle gespielt in der Papstwahl. Und nicht nur der Kaiser von Rom, sondern selbst die Einwohner von Rom und andere klerikale sogenannte Würdenträger. Und die hatten alle verzichtet auf die Einmischung der Papstwahl. Schlussendlich ist da das draus geworden, was wir heute kennen, die sogenannte Kurie. Das ist die Kardinalsversammlung von bestimmten Kardinälen, die sich einfinden, wenn ein Papst gewählt werden muss und dann eben aus ihrer Mitte einen ernennen, wenn der Platz vakant ist. Dann haben wir auch über die isidorischen Dekretale gesprochen, aber nicht allzu intensiv, weil da hatten wir es ja bereits drüber in Romanismus und die Reformation. Auch haben wir die Sittenlosigkeit vieler Päpste angeholt. Die Päpste, die sich schuldig machen an Pädophilie, Päderasterie und Sodomie und überhaupt Unzucht im Allgemeinen. Ja? Das ist hier angesprochen gewesen, das haben wir noch viel gründlicher gemacht in Babylon Mysterienreligion. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, das zu verstehen, wo diese Sittenlosigkeit vieler Päpste eben auch herkommt. Das ist alles eine Folge der Idolatrie. Dann das Übergewicht der Kaiser, da geht es jetzt also nicht darum, dass die zu schwer sind, sondern da geht es darum, dass die noch zu viel Macht hatten und eben diese Macht abgeben mussten. Dann geht es um den Reichtum der Kirche, wie sie sich den aufgebaut hat. Dann sprechen wir über Hildebrand, das ist mit anderen Worten Papst oder Antichrist Gregor der VII. Wir sprechen über den Ort Canossa und den deutschen König Heinrich der IV., der in Canossa zu Kreuze gekrochen ist vor dem Hildebrand. Und damit im Grunde der Hildebrand der Errichter einer Theokratie auf Erden war. Dann haben wir über den Investiturstreit gesprochen, der damit einherging, weil Heinrich IV. Hat sich die Macht rausgenommen zu sagen, ich ernenne die Bischöfe in meinem Reich und nicht der Papst. Ja? Also die Macht, Bischöfe zu ernennen. Und die Macht will sich der Papst natürlich nicht abnehmen lassen. Und darauf hatten wir dann als Folge den Gang nach Canossa. Und als Resultat den Sieg der päpstlichen Macht über die königliche Macht, unter anderem hier von Heinrich IV. In Deutschland. Dann sprechen wir über Antichrist Innozenz III., der am Beginn des 13. Jahrhunderts die Einführung der Inquisition dafür verantwortlich war. Wir sprechen über die zwischen Anführungszeichen großartige Macht des Papsttums und wir sprechen über die Kreuzzüge und Verfolgungen der Albigenser und Waldenser und ich glaube auch am Rande über die Hugenotten. Im fünften Kapitel, noch immer in dem ersten Buch, geht es um die Begründung und Ausdehnung des Supremats, also der autoritativen Herrschaft des Papstes. Wir schauen uns den gemischten Charakter des Papsttums an. Er ist Herr der Herren, also Oberpriester, und gleichzeitig König der Könige, also die Vereinigung kirchlicher und weltlicher Macht in einer Person. Das behauptet er, weil er nimmt hier die Titel, die unserem Herrn Jesus Christus alleine zustehen. Sein Anspruch an den unbedingten weltlichen Suprematat, also der absolute Herrschaftsanspruch des Papsttums über die gesamte Welt. Heute nennt man das neue Weltordnung, nur kein Mensch begreift, dass das im Grunde eine religiöse Führung ist, dass das nichts mit der Politik zu tun hat, die ihr tagtäglich in der Tagesschau euch anschaut.
Wir haben dann auch über den Kardinalseid gesprochen, wir haben ihn sogar größtenteils vorgelesen, der absoluten Gehorsam fordert. Das kennen wir auch von dem Eid der Jesuiten, die es hier zu der Zeit natürlich noch gar nicht gab, aber das hat ja auch alles seine Vorgeschichte. Wir sprechen hier über den sogenannten Kadavergehorsam. Das ist auf Seite 113 in dem Buch. In Kapitel 6 sprechen wir über das kanonische Gesetz. Die Entstehung und Geschichte des kanonischen Gesetzes, wie wir ja vorher schon mit Codex Justinianus angeholt hatten. Die kirchliche Oberherrschaft ist der Schlüssel dazu. Seine Bestimmungen über weltliche Fürsten und ihre Gesetze, darüber zu regieren. Über Eide, über kirchliche Immunitäten, über Ketzerei. Wir hatten den Kardinalseid, jetzt sprechen wir über den Bischofseid und wir sprechen über die Unverträglichkeit mit der staatlichen Gesetzgebung. Das heißt, da, wo das zivile staatliche Staatsgesetz eigentlich in Konflikt kommt mit dem religiösen Gesetz der Kirche, mit dem römisch-kanonischen Recht. Da ist oftmals eine Unverträglichkeit. Und was passiert dann? Ja, dann sprechen wir von solchen Dingen wie Regierung, die abgesetzt werden, weil sie nur de facto Regierungen sind und ersetzt werden müssen durch de jure Regierungen. Da haben wir auch in diesem Buch drüber gesprochen. Im 7. Kapitel des 1. Buches geht es um faktische und prinzipielle Unveränderlichkeit der römischen Theorie vom Suprimat. Versucht, das Papsttum populär zu machen. Unverträglichkeit desselben, also des Papsttums, mit jeder freien Entwicklung. Also mit anderen Worten, eine freie Gesellschaft kann sich nicht entwickeln unter dem Joch des Papsttums. Deswegen hat Jesus Christus auch gesagt, folgt mir und nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist leicht. Zweites Buch, Hauptlehren des Papsttums. Und bitte, Michael und Alexander, wenn ihr gerne mal auch einen Kommentar hierzu geben möchtet, dann immer gerne, ne? Sehr gerne, ja. Im 1. Kapitel lesen wir die päpstliche Theologie, die Verderbung aller Schriftlehren, die Großartigkeit und Tiefe der Lehre. Großartigkeit ist natürlich hier etwas, was man in Anführungszeichen hätte setzen müssen, weil es geht ja um die Lehre des Menschen, um die Lehre des Papsttums. Und bei der Verderbung aller Schriftlehren, da geht es erstmal darüber, dass das Papsttum sowieso jedem Menschen verbietet, die Bibel zu lesen. Eins. Punkt zwei, dass oftmals eben auch die Bibeln, die aus dem Vatikan kommen, eben verfälscht sind und nicht den Originaltexten entsprechen und damit eben die Schriften selber verderbt werden und natürlich auch Verderbung der Schriftlehren hält hauptsächlich oder beinhaltet hauptsächlich, dass man eben einen Vers aus der Bibel nimmt und den auf seine Art und Weise interpretiert. Es gibt da so ein schönes Sprichwort, der Teufel zitiert die Bibel, wenn es ihm Genüge tut. Und genau das tut der Papst, tut die römisch-katholische Kirche auch. Der Papst als Stellvertreter des Teufels auf Erden und die römisch-katholische Kirche als die satanische oder teuflische Synagoge auf Erden. Sie verderben alle Schriftlehren. Sie reißen Dinge aus dem Kontext und interpretieren sie so, wie es für sie passt und nicht so, wie es im Kontext der Bibel gemeint ist. Im 2. Kapitel sprechen wir über die Schrift, also die Bibel und Tradition und wie die beiden sich wie Feinde an einer Front gegenüberstehen. Es gibt die papistische Glaubensregel, die Tradition. Es gibt in der römisch-katholischen Kirche das Dogma, dass die Tradition der römisch-katholischen Kirche über der Schrift steht. Mit anderen Worten, wenn wir Dinge, die wir tun, begründen können mit der Bibel, umso besser. Aber in Momenten, wenn wir das nicht können, sondern uns auf die Tradition berufen, dann steht diese Tradition über der Heiligen Schrift. Das wurde auch auf dem Tridentiner Konzil beschlossen. Und wir haben ausführlich über das Tridentiner Konzil an verschiedenen Stellen, unter anderem auch hier, gesprochen. Das Tridentiner Konzil, das errichtet wurde 1545 von den Jesuiten, durch die Jesuiten, für die Jesuiten und geleitet wurde bis 1563 in drei verschiedenen Sitzungen über 18 Jahre hinweg mit vielen Pausen dazwischen, die sie brauchten, um die Ketzer
ich sag mal, in Bann zu halten. Da wird dann beschlossen, die gleiche Autorität der Schrift und Tradition, also dass Schrift und Tradition gleich in der Autorität sind und wenn die Schrift nicht ausreicht, die Tradition da sogar drüber steht. Und dass nur die Kirche die unfehlbare Auslegerin der Heiligen Schrift ist. Also mit anderen Worten, außerhalb der römisch-katholischen Kirche darf ich die Bibel nicht lesen und ich darf sie vor allen Dingen auch nicht persönlich für mich auslegen. Ich darf keine persönliche Beziehung mit meinem Gott haben, der mir die Bibel erklärt, sondern ich habe die Bibel als Auslegerin, ich habe die Kirche als Auslegerin der Bibel nötig. Ja? Ohne die Kirche verstehe ich die Bibel nicht. Das ist ein Dogma der römisch-katholischen Kirche bis heute, 2021. Ja? Die Kirche ist die unfehlbare Auslegerin des Glaubens der Bibel. Deswegen spricht der Papst, wenn er von seinem Thron spricht, unfehlbar. Ex cathedra. Kathedra ist der Thron. Da kommt auch Kathedrale her, das ist der Thron. Ja? Die Kirche ist die unfehlbare Auslegerin der Schrift. Wenn die Kirche sagt, diesen und diesen Vers in der Bibel musst du so und so verstehen, da musst du ihn so und so verstehen. Sonst bist du ein Ketzer und damit anathema, verflucht, ausgewiesen aus der römisch-katholischen Kirche, verbannen. Angebliche Ja? Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, die Gleichheit der Autorität. Also die Autorität, das ist ja die Wahrheit, die wird hier unten gestellt. Unter, also die Traditionen, die Irrlehren, die Lügen vor allen Dingen werden über die Wahrheit gestellt. Weil wir reden ja im zweiten Kapitel vor allen Dingen über die Lehren von der katholischen Kirche. Das kommt ja noch in den anderen Kapiteln noch sehr deutlich hervor. Ja, es ist vor allen Dingen auch der wichtige Punkt, wenn ich die Autorität der Schrift und die Autorität der menschlichen Tradition gleichsetze, dann stelle ich die Tradition der Menschen gleich an das Wort Gottes. Ja, da man untergräbt die Autorität. Man untergräbt die Autorität der Schrift, man untergräbt die Autorität Gottes oder man erhebt sich selbst zum Gott. Genau. Genau das ist das. Ja. Man macht dann eben, das ist ja, Paulus sagt in den Schriften, diese Lehren sind ja dämonisch, alles, also alle Lehren wie nicht auf Jesus Christus, wie soll ich sagen, ich habe jetzt gerade den Inhalt nicht mehr genau eins zu eins weitergeben, aber alles das, was gegen Jesus Christus diese Lehren sind, das ist vom Teufel, das ist dämonisch einfach. Richtig. Und was noch wichtig ist, finde ich, in unserer Christenheit zeigen wir immer alle auf die Moslems, die müssen wir bekehren. Das sind die, die nicht Christus haben. Klar, da ist es ja offensichtlich, die kämpfen ja gegen die Christenheit, offensichtlich. Sie führen Krieg und machen alles. Aber was die meisten Christen selber nicht erkennen, ist, dass sie selber aus ihrer Christenheit, also aus diesem Schlaf erwachen müssen oder selber müssen sich wiedergeboren werden, um zu erkennen, dass sie selber in einer teuflischen Kirche stecken. Dass die meisten sogenannten Christen gar keine Christen sind, sondern Katholiken. Genau, und dass Katholizismus eben kein Christentum ist. Da müssen die meisten Leute erwachen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das führt dann noch zu weiteren Themen dazu, Kommunismus, der ganzen Krümpel. Ja, also das ist kurz mein Einwand gewesen dazu noch. Ja, prima. Dankeschön. Zum Abschluss des zweiten Kapitels beschäftigen wir uns mit angeblichen Beweisen für die unfehlbare Auslegung der Kirche aus der Schrift, die uns von der Kirche überliefert sei und aus der Unzulänglichkeit des Einzelurteils. Also hier begründet die römisch-katholische Kirche aus der Schrift, dass sie die Autorität über die Schrift hat. So zumindest probiert sie es und wir analysieren das in diesem Kapitel. Im dritten Kapitel geht es vom Lesen der Schrift, also der Heiligen Schrift. Hier geht es immer um die Bibel. Ja? Wir besprechen reformatorische Bibelübersetzungen. Wir besprechen das unbedingte und auch das teilweise Verbot des Lesens der Schrift. Wir lesen, dass das Lesen der Schrift ohne besondere Erlaubnis der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche eine Todsünde ist. Wir erklären die päpstlichen Bullen, die hierüber erlassen wurden und die neueste Praxis, wie es durchgeführt wird, wie die Bibel in Italien
sich entwickelt hat. Da sprechen wir dann auch später in dem Buch nochmal drüber, über den Fall der Familie Madiay und Roms Furcht vor der Bibel. Warum hat Rom Furcht vor der Bibel? Naja, weil in der Bibel die Wahrheit steht und die Lüge will die Wahrheit natürlich nicht, will ihr nicht ins Gesicht sehen, weil dann kann sie nicht mehr bestehen. Rom hat Angst vor der Bibel. Und da kommen wir ganz zum Schluss in meinem allerletzten Bibelzitat in dieser Lesung auch nochmal zu. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Kapitel 4 spricht von der Einheit der römischen Kirche. Ein ganz wichtiger Punkt, Einheit der römischen Kirche. Diese Einheit wird uns ja heute weltweit auch immer unter die Nase gebunden. Wir sind alle eins. Guckt mal das erste deutsche Fernsehen, ARD, eins. Wir sind eins, wir sind alle eins, wir sind alle ein und dasselbe. Wir sind ja alle so gleich, wir sind alle so dasselbe. Ja, wir sind alle eins und diese Einheit muss man natürlich erstmal in der römisch-katholischen Kirche haben. Und deswegen haben wir hier eine auseinandergesetzt, die protestantische und die papistische Auffassung der Einheit. Weil eins sein ist ja schön. Ich als Protestant, ich als fundamentaler bibelgläubiger Christ will ja auch eins sein mit vielen Menschen. Ich will eins sein mit denen, die zusammen mit mir eins sein wollen in der Wahrheit und im Glauben an Jesus Christus, in der Wahrheit und im Geist Jesu. Die papistische Auffassung dieser Einheit ist davon eine andere und das wird hier in diesem vierten Kapitel besprochen, unter anderem. Im fünften Kapitel sprechen wir über die Katholizität der römischen Kirche, also die Universalität. Die Katholizität nach römischer Lehre, falsche Anwendung biblischer Verheißungen. Im sechsten Kapitel sprechen wir über die Apostolizität oder das Primat Petri. Die sogenannte apostolische Sukzession, also die Nachfolge, die apostolische Nachfolge. Die Behauptung der römisch-katholischen Kirche, sie basiert sich auf Petrus, den ersten Papst, weil Petrus angeblich in Rom war. In diesem Satz sind jetzt so viele Unwahrheiten drin, da rate ich euch an, geht in das sechste Kapitel, lest es oder folgt unseren Lesungen darin. Ja? Petrus war nie in Rom, Petrus war nicht der erste Papst, Petrus war kein Bischof in Rom und die Päpste heute haben auch keine nachweisbare apostolische Sukzession bis zu Petrus hinunter. Bellarmins Beweis aus Matthäus Kapitel 16 und 18, das ist ein Eckstein Roms. Ja? Wir besprechen das in dem Buch. Das hier sind jetzt nur die Stichworte, die ich euch gebe. Schaut es in dem Buch nach oder lest oder schaut die Lesungen, die wir darüber gemacht haben. Petri Primat dem Herrn unbekannt. Jesus Christus hat Petrus niemals als seinen Nachfolger auf dieser Welt eingesetzt. Es ist nicht nur Jesus unbekannt, es ist selbst dem Petrus unbekannt, den Aposteln ebenso. Es gibt keine Spur davon in Schrift und Geschichte. Es ermangelt auch jedes anderen vernünftigen Wahrscheinlichkeitsgrundes. Wir beschäftigen uns mit der Frage, war Petrus in Rom? War das Apostolat übertragbar? Und über Lücken in der apostolischen Kette. Roms Apostolizität ist eine Fabel. Im siebten Kapitel des zweiten Buches geht es um die Unfehlbarkeit. Unbeweglichkeit ist das Motto der römischen Kirche. Semper eadem, sie verändert sich nie, sie bewegt sich nicht, sie steht fest wie ein Fels, behauptet sie. Sie hat ihren Anspruch auf Unfehlbarkeit. Ein Anspruch, der ein selbsterklärter Anspruch ist. Es ist nicht, dass sie diesen Anspruch bekommen hat, dass ihr das zugewiesen wurde von Gott oder Jesus Christus. Nein, sie beansprucht das für sich selbst, dass sie unfehlbar ist. Und die Unfehlbarkeit, ist das in Übereinklang zu bringen mit der Schrift? Nein. Also, wir besprechen hier die Schriftwidrigkeit des Anspruchs auf Unfehlbarkeit. Der Zwiespalt über den Sinn der Unfehlbarkeit. Beruht dieser Sinn auf den Vätern der römisch-katholischen Kirche? Beruht diese Unfehlbarkeit in den Konzilien, in den Päpsten oder in den Konzilien und Päpsten? Wann ist der Papst unfehlbar? Wann nicht?
Ja, die Konzilien und Päpste, da hat Luther sogar ein eigenes Werk drüber geschrieben. Das findet ihr in Luthers gesammelte Werke Band 41 im ersten Teil des Buches. Dahinter findet ihr dann gegen Hans Wurst und dahinter findet ihr dann abschließend das gegen das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Kein Heil außer der römischen Kirche. Kann ich ganz kurz machen, hier besprechen wir die Bulle Unam Sanctam, wo ich auch nochmal ein eigenes Video zu gemacht habe. Ich glaube, das war damals mit Viktor noch zusammen. Das könnt ihr auf meinem Kanal gucken. Wenn ihr auf meinem Kanal in die Suchmaschine Unam Sanctam eingebt, dann findet ihr das Video. Im 9. Kapitel geht es um die Erbsünde, die es nicht gibt. Unter anderem die unbefleckte Empfängnis der Maria, die es auch nicht gibt. Im 10. Kapitel wird von der Rechtfertigung gesprochen. Rechtfertigung durch den Glauben, das ist die älteste geoffenbarte Wahrheit. Wesentliche und unwandelbare Differenz zwischen Papismus und Evangelium. Die zwei sind wie Feuer und Wasser, die kriegt man nicht zusammen. Es ist eine wesentliche und eine unwandelbare, unveränderbare Differenz zwischen Papismus und Evangelium. Und das sicher in Bezug auf die Rechtfertigung. Und da kann die lutheranische Kirche noch so viel Rechtfertigungslehren unterzeichnen mit der römisch-katholischen Kirche und sich der gleichstellen, dann ist es ein Abweichen von der Schrift. Tridentine Bestimmung, Mitwirken des Menschen an der Rechtfertigung. Das heißt, nach der römisch-katholischen Kirche hat der Mensch eine Mitwirkung an seiner Erlösung. Christi Verdienst wirkt unser Verdienst und Roms Lehre von der Gerechtigkeit durch Werke. Das wird alles hier besprochen. Im nächsten Kapitel gehen wir dann in die Sakramente. Was ist der Zweck der Sakramente? Ihre Siebenzahl. Sie teilen Gnade mit ex opere operato durch die vollzogene Handlung. Es wirkt unabhängig von der Einstellung dessen, der es tut und unabhängig von der Einstellung dessen, an dem und für den es getan wird. Ganz, ganz wichtig zu folgen. Im 12. Kapitel gehen wir jetzt in die verschiedenen und in den nächsten Kapiteln gehen wir jetzt in die verschiedenen Sakramente ein. Hier erstmal allgemein in Kapitel 11 und dann in Kapitel 12 gehen wir ein auf die Taufe und die anschließende Firmung. Es ist ein römischer Ritus. Die Taufe reinigt nur von der sogenannten Erbsünde. Sie wirkt ex opere operato, wie oben gerade oben erklärt. Das heißt, die Taufe wirkt unabhängig davon, ob der Priester glaubt, was er da tut, oder ob derjenige, der getauft wird, glaubt, was an ihm getan wird. Die Taufe wirkt doch in der Lehre der römisch-katholischen Kirche. Nicht folgens der Schrift, in der römisch-katholischen Kirchenlehre. Wir besprechen und verstehen auch, dass Taufe Exorzismus ist. Und da windet die römisch-katholische Kirche gar keine Tücher drum. Das ist ganz offizielles Dogma bei ihr. Jede Taufe ist bei ihr ein Exorzismus. Es gibt auch die Schriftwidrigkeit der Firmung, also der Bestätigung der Taufe und natürlich der Art Taufe, wie sie in der römisch-katholischen Kirche getan wird. Es gibt abergläubische Weihungen. Das ist das 12. Kapitel. Und dann kommen wir im 13. Kapitel über etwas, wo ich vorher schon mal kurz drüber gesprochen hatte, glaube ich. Oder nein, das war in der Premiere vorhin. Das Heilige Abendmahl. Die Brotverwandlung, die in der Messe stattfindet. Die Messe ist ein Ritual, ein Opferritual. Die Messe ist des Abfalls Höhepunkt und damit der Pfeiler der römisch-katholischen Kirche. Wir besprechen den Ursprung der Messe, die Feststellungen der Kirchenlehre zur Messe, die Konsequenzen der Wandlungslehre, also der Transsubstantiation, das mit den Hokuspokus-Worten hoc est corpus enim meum, der Priester, der vorne an der Kanzel steht, mit diesen Hokuspokus-Worten das Brot, das er in Händen hält, in Leib, Seele, Fleisch, Blut, Göttlichkeit und Menschlichkeit Jesu Christi verwandelt. Das Geschöpf schafft den Erschöpfer. Das ist die Wandlungslehre der römisch-katholischen Kirche. Das ist Dogma, tridentinisches Dogma der römisch-katholischen Kirche. Wir besprechen die Schrift- und Vernunftwidrigkeit eines solchen Dogmas. Wir besprechen die Anbetung der Hostie, also des Stückes Brots. Das ist eine abgöttische Verehrung. Und die Messe ist ein Opfer.
durchkreuzt alle Schriftlehren, und da gehe ich natürlich auch in meiner nächsten Lesung sehr intensiv darauf ein, dass wenn man in einer römisch-katholischen Kirche eine Messe folgt, einem Messopfer, einem Opfer folgt, dass man dadurch natürlich das eine vollständige Opfer Jesu Christi, das er am Kreuz für uns gemacht hat, verneint. Und wir sprechen auch über die Kelchentziehung. Also das heißt, es wird nur das Brot demjenigen gereicht und nicht der Wein. Jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Tee nehmen. Ich rede mir hier den Mund fusselig die ganze Zeit. Aber macht ja auch Spaß. Also, Kapitel Buße, 14. Kapitel Buße und Beichte. Ja? Beichte ist ja auch so ein Sakrament in der römischen Kirche. Ne? Beziehung auf und nach der Taufe begangene Sünden. Also, hier wird gelehrt, was die römisch-katholische Kirche ihr Standpunkt ist, über die Buße und die Beichte, weil das eine Beziehung hat auf Sünden, die vor der Taufe begangen wurden und Sünden, die nach der Taufe begangen wurden. Es geht auch um die Unerlässlichkeit der Beichte zur Seligkeit, mit anderen Worten, innerhalb der römisch-katholischen Kirche kann man nur seine Seligkeit erreichen, wenn man zur Beichte geht. Die Schrecken des Beichtstuhls, was damit einhergeht, und die Überhebung des Menschen. Kapitel 15 ist der Ablass. Das ist ja das, was damals Martin Luther in den Wahnsinn getrieben hat, weshalb er seine 95 Thesen veröffentlicht hat. Der Ablass. Der Kirchenschatz an überschüssigen Verdiensten. Also mit anderen Worten, wir normalen Menschen können mit Geld die überschüssigen Verdienste der sogenannten Heiligen der römischen katholischen Kirche kaufen und uns damit unsere Zeit im Fegefeuer verkürzen oder die Zeit von Verwandten oder Freunden oder wen auch immer wir auslösen wollen im Fegefeuer verkürzen damit. Weil die Kirche einen Schatz an überschüssigen Verdiensten hat. Verdienste, die erreicht wurden durch Maria und die anderen Heiligen. Und diese überschüssigen Verdienste verkauft die Kirche und so kann ich, wenn ich selber nicht genug habe, kann ich mir welche beikaufen und auf die Art und Weise meine Zeit im Fegefeuer, das übrigens auch antichristlich ist, verkürzen. Ich kann damit eben einen Erlass der irdischen Strafen bekommen. Was ist denn die Kraft des Ablasses? Und die Beispiele des Ablasshandels vor der Reformation, also vor dem Beginn des 16. Jahrhunderts. Und wir stellen auch fest, der Ablasshandel dauert noch fort. Der Ablasshandel ist aber eigentlich eine Förderung der Sünden. Weil wenn ich mich einfach von Sünden freikaufen kann, dann werde ich ja aufgefordert, dazu weiter zu sünden. Ich habe ja keine Konsequenzen aus meinen Sünden mehr, die ich haben muss. Ich zahle einfach ein bisschen Geld und gut ist. Und natürlich ist der Ablasshandel eine der größten Reichtumsquellen der römisch-katholischen Kirche. Kapitel 16, da gehen wir dann ein in die falsche, babylonische, satanische Lehre eines Fegefeuers. Wir besprechen den Ort des Fegefeuers, wir erklären, dass es schriftwidrig ist, wir sagen, wo es wirklich herkommt, was die Absichten davon sind und dass selbst dafür sogenannte Seelenmessen gehalten werden, für die Leute dann natürlich wieder bezahlen müssen. Im 17. Kapitel geht es um den Bilderdienst oder Götzendienst. Denke, Alexander. Ja, die Kinderhölle. Ja, also ja, das heißt ja das Limbo, ne? Aber das ist ja inzwischen ist das ja abgeschafft in der römisch-katholischen Kirchenlehre. Ne? Genau, ja. Aber die römisch-katholische Kirche, das ist, glaube ich, der Punkt, den du machen willst, vertrat ja die Meinung durch die Jahrhunderte, dass wenn ein Kind ungetauft, ich wollte jetzt fast sagen, ungeimpft stirbt, Einfluss der heutigen Zeit, wenn ein Kind ungetauft stirbt, dann kommt es in Limbo, das heißt in das Fegefeuer für Kinder, in die Vorhölle für Kinder. Ne? Ja, das war die Lehre. Die ist aber inzwischen offiziell aus der römisch-katholischen Kirche abgeschafft. So viel dazu von die römisch-katholische Kirche ist Semper Adem, verändert sich nicht. Ne? Mhm. Das normale Fegefeuer gibt es noch, also als Erwachsener kommst du da nicht drum herum, aber als Kind kommst du nicht mehr in dieses Limbo rein. 17. Kapitel, also der Bilderdienst, mit anderen Worten der Götzendienst, das ist römische Praxis. Da gibt es keine Entschuldigung für, da gibt es aber Konzilsbeschlüsse für und es gibt natürlich auch ein Urteil des göttlichen Wortes über den Bilderdienst. Und dazu rate ich vor allen Dingen an, mal Römer Kapitel 1 zu lesen.
Weiterhin besprechen wir auch noch die Kapitel 18 und 19. Da geht es um die Verehrung der Heiligen und um die Jungfrau Maria. Da geht es um die Heiligen als Mittler, wobei die Bibel ganz deutlich sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen Mensch und Gott und das ist der Mensch Jesus Christus. Erscheinungen und Bedeutungen von Heiligen und der Maria und Hinweis auf eine für alle für eine Königin des Himmels, das Buch, das Maximilian mir jetzt doch ziemlich sicher versprochen hat, im Lauf des Monats März 2021 fertigzustellen. Und das, sobald es fertiggestellt ist und ich es in Händen halte, ich auf archive.org veröffentlichen werde. Auch da haben wir in den Kapiteln 18 und 19 drüber gesprochen. Im 20. Kapitel lesen wir auf einmal, Ketzern braucht man nicht das Wort zu halten. Also, wir sprechen über geistige Reservationen. Erweis der Lehre durch Konzilbeschlüsse, Zustimmung der Theologen, historischen Nachweis, Verfolgung von den Waldensern. Wir sprechen über Frankreich, wir sprechen über die Bartholomäusnacht, wir sprechen über Dragonaden und das daraus entsprungene Elend. Dann kommen wir ins dritte Buch, das bespricht den Geist und Einfluss des Papsttums. Im ersten Kapitel den Geist des Papsttums. Der Charakter, die Ausdehnung und die vollkommene Organisation des Papsttums. Wir besprechen auch des Papsttums wirklichen Ursprung. Der findet sich in Simon Magus und den finden wir in Apostelgeschichte 8 in der Bibel. Verwechslung des Nachgemachten mit der Wirklichkeit. Große Fälschung, das Papsttum als menschliche und nicht göttliche Schöpfung. Wir finden uns hier auch noch in einer Diskussion über die Verherrlichung des Priesters. In Kapitel 2 geht es um Einfluss des Papismus auf den Einzelnen, auf jede einzelne Person. Einfluss der Religion auf moralische und intellektuelle Bildung des Menschen. Das heißt, was sind denn die Folgen, wenn der Mensch von Papismus geleitet wird in seiner Moral und in seiner intellektuellen Bildung gegenüber der Bibel? Damit beschäftigen wir uns hier. Rom hemmt die Bildung der Verstandeskräfte. Rom hemmt den Glauben, Rom lähmt den Willen. Im dritten Kapitel sprechen wir über den Einfluss des Papismus auf die Staaten. Also erst über die einzelne Person und dann auf die Staaten. Wir sprechen über die Beziehungen zwischen Christentum und weltlichem Regiment. Die papistische Vermischung. Die Karikatur der Theokratie. Die unheilvollen Folgen davon. Den Despotismus, der damit einhergeht. Die Unwissenheit in den Staaten und in den Personen selber, die Intrigen, die dahinter stehen, die Knechtung der weltlichen Macht durch die geistige Macht. Wir nehmen Beispiele aus alter und neuer Zeit und wir sprechen auch über den Hemmung des Gewerbefleißes. Und wir sprechen über die Inquisition, die nirgendwo aufgehoben wurde. Die Inquisition wirkt heute noch wie damals. Das ist ein wichtiger Einfluss des Papismus auf die heutigen Staaten. Wie funktioniert die Inquisition heute? Das wird hier besprochen. Im vierten Kapitel sprechen wir über den Einfluss des Papismus auf den sittlichen und religiösen Zustand der Völker. Ein erfahrungsgemäßer Unterschied zwischen dem moralischen Zustand protestantischer und papistischer Völker. Das heißt, wir stellen protestantische und papistische Völker gegeneinander. Und wir sehen, wo liegt bei denen der moralische Unterschied. Zum Beispiel gibt es in den papistischen Völkern die Lehre des Probabilismus und der Intention. Der Probabilismus heißt die Lehre gewisser Jesuiten, nach welcher der Mensch eine Meinung, wenn sie auch nur wahrscheinlich sei, für wahr annehmen könne. Daher werden auch die, welche dieses lehren, Probabilisten genannt. Aus dem Neulateinischen ist es eine Wahrscheinlichkeitslehre, eine Denkart, die sich bei der Beantwortung wissenschaftlicher Fragen mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit begnügt. In der katholischen Moral der Grundsatz, im Zweifel darf man der probalen, also auch der minder sicheren Meinung folgen, selbst wenn die entgegengesetzte die probablere, also sichere ist. Besonders auch von Jesuiten wird der Probabilismus vertreten. Es ist die Behauptung, dass es keinerlei absolut gewisse Erkenntnis, sondern nur größere oder geringere Grade von Wahrscheinlichkeit gebe. Also absolut
ist es hiermit gegenüber der Bibel, die Absolutismus immer voranstellt. Es ist entweder weiß oder schwarz, es ist wahr oder falsch. Es gibt kein Zwischenin. Probabilismus ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche, dass Absolutismus falsch ist und Probabilismus richtig. Ich drücke es mal so aus. Also erstens die Behauptung, dass es keinerlei absolut gewisse Erkenntnis, sondern nur größere oder geringere Grade von Wahrscheinlichkeit gebe. Zweitens die alle echte Gewissenhaftigkeit zerstörende Lehre der Jesuiten, dass man sich in sittlichen Zweifelsfällen zu einer Handlungsweise entschließen dürfe, für welche sich entweder von Seiten des Handelnden selbst oder eines anderen, etwa des Beichtvaters, ein wahrscheinlicher Rechtfertigungsgrund anführen lässt, selbst wenn das eigene Gewissen oder eben das Gewissen der Bibel, was eigentlich ja das oberste Gewissen eines jeden Gläubigen sein sollte, dem konträr gegenübersteht, oder andere Autoritäten ihn nicht billigen. Probabilisten, die sich von diesen Ansichten, sind Menschen, die sich von diesen Ansichten leiten lassen. Vergleichungen in Bezug auf die Wahrhaftigkeit, auf die Achtung des Lebens anderer, auf die Keuschheit, auf das häusliche Leben und auf die Sabbatfeier. Im 5. Kapitel sprechen wir über den Einfluss des Papismus auf den Nationalwohlstand. Hier wurde es wirklich interessant, ne, Alexander, fand ich persönlich, wenn man da die verschiedenen Länder, die protestantisch sind, wirtschaftlich verglichen hat mit den papistischen Ländern. Reziprozität, also die Wechselbezüglichkeit von Religion und Nationalwohlstand. Das heißt mit anderen Worten, inwiefern ist die ausgeübte Religion eines Landes verantwortlich für den Wohlstand des Landes? Kann man das aneinander ablesen? Ah ja, wir schauen uns an. Eine allgemeine Rundschau in den Niederlanden, am Rhein, in der Schweiz, in Frankreich, Spanien, Italien und in Großbritannien. Sehr interessant. Wir kommen langsam aber sicher zum Ende des Buches und hier im 4. Buch sprechen wir über den gegenwärtigen Zustand und Aussichten des Papsttums. Wir dürfen nicht vergessen, gegenwärtiger Zustand, das heißt also der Zustand des Mitte des 19. Jahrhunderts. Und Aussichten des Papsttums, James Edgar Wylie beschreibt hier die Aussichten des Papsttums vom Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein, was er meint, was die Aussichten davon sind. Und wir werden ja sehen, was sich davon bewahrheitet hat in der Vergangenheit. Weil wir sind ja heute bereits im 21. Jahrhundert und können ja sehen, inwieweit das Richtigkeit hat. Im 1. Kapitel sprechen wir über die vorgebliche Reform. Welche Reaktion des Papsttums, Reaktion des Papsttums, also wurde das Papsttum reformiert? Oder was war die wirkliche Reaktion des Papsttums auf die Reform? Wir sprechen über Papst Pius IX., die Thronbesteigung von Pio IX., der Papst, der das längste Pontifikat in der Geschichte hat, 32 Jahre, von 1846 bis 1878. Wir sprechen über die allgemeine Freiheitsbewegung. Mitte des 19. Jahrhunderts, wisst ihr noch, 1848, Revolution in ganz Europa. Ein verunglückter Versuch des Papismus, diese Freiheitsbewegung zu beherrschen und zu benutzen. Es gibt danach einen Bruch mit dieser Bewegung. Danach gibt es die Rückkehr zu den Anstrengungen der Jesuiten. Dann gibt es die Angriffe auf die Presse. Wir sprechen hier zum Beispiel nochmal über Miranda Prausus und Inter Mirifica. Wir sprechen über die Erziehung in den verschiedensten Ländern Europas, namentlich Italien und Frankreich, also wie die Kinder dort erzogen werden, was an der Basis ihrer Erziehung liegt, und wir besprechen jesuitische Schulbücher. Im 2. Kapitel sprechen wir über die neue katholische Liga und drohender Kreuzzug gegen den Protestantismus. Die moderne Sphinx, Vernichtung bürgerlicher und religiöser Freiheit in Rom, Neapel, in der Toskana und in Frankreich. Wir beleuchten jesuitische Erfolge in Österreich und Versuche der Jesuiten, gegen Preußen und England vorzugehen. Wohlgemerkt, im 19. Jahrhundert. Wie das im 20. Jahrhundert aussah, ist eine ganz andere Sache. Im 3. Kapitel sprechen wir über allgemeine Propaganda, die ja heute nicht mehr Propaganda heißt, sondern Public Relations. Michael,
da haben wir ja auch drüber gesprochen in der satanischen Medienagenda, aus dem Buch von Edward Bernays von 1828, der ja auch wohl... 1928, ja, genau. Ja, habe ich 1828 gesagt? Ja, 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 nee. Macht ja nichts. Ja, 1928. Von Sigmund Freud, also das Ganze läuft über die psychologische Schiene. Na, und dann natürlich dann über die medizinische Schiene dann auch. Das haben wir ja jetzt auch, dass Wissenschaft die neue Religion ist, das nennt sich dann Scientism. Ja. Ah ja, okay. Mhm. Ich kannte bis jetzt nur Scientology. Naja, das ist ja auch eine Religionsgemeinschaft. Ne? Deswegen ja. Habe ich die aber letztens benannt. Also das war ja in einem Skript von, James Dean, glaube ich. Ne? James Dean, zweite Folge, da müsste das mit vorkommen. Ja, kann sein, ja. Auf jeden Fall allgemeine Propaganda. Ja, da muss ich immer gleich an Edward Bernays denken, der ja auch von Jesuiten geschult war. Und das ist ja alles... logisch. Die römischen Missionen folgen Englands Schiffen. Das heißt, Englands Schiffe fahren vor und bringen durch den Handel, den sie damit in der Welt treiben, und jeder will ja gerne Handel treiben, will ja gerne Geld verdienen, nur dahinter kommen dann die römischen Missionen. Das heißt, nach den Händlern kommen die Priester. Wir sprechen über die Propaganda in Irland, England und Schottland. Und in allen überseeischen Kolonien von Großbritannien. Im vierten Kapitel kommen wir dann zu den Aussichten des Papsttums. Rom wird dem Atheismus gegenübergestellt. Ernte seiner Saat. Kräftige Anstrengungen der evangelischen inneren Mission in Deutschland und Frankreich. Lebenskeime in Spanien, Italien und Böhmen. Rom kann auf die Dauer nicht siegen, dennoch tut Handel Not. Aufforderung zum Gebet und Rom mit der Verbreitung der Bibel zu erobern. Die Welt seufzt oder verlangt nach Roms Fall. Ja, und jetzt muss ich eben feststellen, dass ich das Papier noch weitergeführt habe, aber dass ich das hier nicht fertiggestellt habe. Also gehen wir mal eben in ein anderes Papier. Wo ist es? Ach nee, das war ja... Ach Mensch, ich wollte doch ein anderes Papier öffnen hier. Doppelgesicht des Papsttums. Hier, so, müssen wir noch eben runtergehen, wo wir eben waren. Viertes Buch. Allgemeine Propaganda. Ah ja, ist schon vorbei. Ach, guck an. Habe ich das doch fertig gemacht. Nur das letzte Wort hier, das fehlt mir. Abschließende Worte. Nein, also, Aussichten des Papsttums. Da kommen noch ein paar Dinge dazu. Also, Rom dem Atheismus gegenübergestellt, die Ernte seiner Saat. Kräftige Anstrengungen der evangelischen inneren Missionen in Deutschland und Frankreich. Lebenskeime in Spanien, Italien und Böhmen. Mit anderen Worten, Aufkeimen von Protestantismus. Rom kann auf die Dauer nicht siegen, sagt James Edgar Wylie Mitte des 19. Jahrhunderts. Dennoch tut Handel Not. Aufforderung zum Gebet und Rom mit der Verbreitung der Bibel zu erobern. Die Welt seufzt und verlangt nach Roms Fall. Aufforderung zum Gebet und Rom mit der Verbreitung der Bibel zu erobern, da sprechen wir dann auch über den Fall von der Familie Mardiai. Und dann kommen wir zu den abschließenden Worten. Ja, also hatte ich doch das PDF soweit richtig. Mir fehlte nur die abschließenden Worte. Ja, das ist hier nicht mehr bei. Und jetzt kann ich mir eine kurze Pause nehmen und überlasse erst einmal einen abschließenden Kommentar an meine Brüder Michael und Alexander, die zu dem gerade eben Gelesenen, Gesagten und der ganzen Lesung gefolgt zu haben, die waren jede Sendung dabei, einmal jetzt ein kleines Schlusswort haben. Wer von euch beiden möchte denn gerne erst? Ja, ich kann schon zuerst. Ich habe noch etwas vorbereitet hier. Also eben... Ich denke, dass die Ahnungslosigkeit und die Arglosigkeit und auch nicht zuletzt die Gleichgültigkeit sich in der heutigen Zeit eben am besten widerspiegelt in der Haltung, in der die Mehrheit der Menschen hier in Europa und auch in der Welt sich dem Papsttum gegenüberstehen. Ich finde, der Henry Gretton Guinness hat ja in seiner Einleitung im Buch steht eine gute Einleitung. Da habe ich daraus geschrieben: Englands Protestantismus war lange Zeit Englands Ruhm und die unmittelbare Ursache für ihren unweigerlichen Wohlstand und ihren eigentümlichen Vormachtstellung unter den Nationen Europas. Dieser Protestantismus erträgt nun einen doppelten Angriff von außen als auch von innen.
die Reformation des 16. Jahrhunderts, die den Protestantismus hervorbrachte, basierte auf der Schrift. Sie gab der Welt die Bibel zurück. Sie lehrte die Schrift, sie enthüllte die Irrtümer und die korrupte Seite Roms durch den Gebrauch des Schwertes des Geistes. Sie wandte die Prophezeiung an und akzeptierte deren praktische Anleitung. Eine solche Reformationsarbeit muss neu geleistet werden. Wir haben diese prophetische, antipäpstliche Wahrheit erlitten, um zu sehr vergessen zu sein. Diese Generation ist gegenüber Wahrheit und Irrtum in Punkten, in denen die Schrift ungeheuer entschieden und absolut klar ist, gefährlich, freizügig und gleichgültig. Und ja, ich finde, ich hatte vor ein paar, ja, sind es schon wieder ein paar Wochen her, eine sonderbare Begegnung mit einem guten Freund von früher, der auch Christ war. Da saß ich in der Schweiz, in den Bergen, in einem Hotel, und dann kam plötzlich beim Nachtessen ruft er mir, hallo Alexander, und dann drehte ich mich um, dann sah ich den Freund hier, der Robert. Dann haben wir uns zwei Nächte da unterhalten, und das Traurige war dann, am Schluss sagt er zu mir, ja, wir sind sowieso alles Katholiken. Und das hat, ja, ich weiß auch nicht, ich habe mir nur dann kurz ihm gegenüber äußern können, nein, ich bin ein Protestant, aber wenn ich das jetzt so anschaue, wir können nicht alles Katholiken sein, wir sind sicher mal alles Sünder, aber nicht Katholiken. Also, und das Traurige dann ist, ich gab ihm noch das Buch von Henry Clayton Guinness auch noch zum Lesen, und dann kommt so ein Kommentar rüber. Also eben, diese Täuschung ist so massiv in unserer Gesellschaft drin, und ich bin Gott wirklich sehr dankbar für dieses Buch, Doppelgesicht des Papsttums, das uns ja ganz klar und deutlich aufzeigt, wie die Kirche entstanden ist, die römisch-katholische Kirche, welcher Geist dort drinnen existiert. Und ja. James Edgar Wiley hat ja auch ein anderes Buch geschrieben, das genau den Punkt ein bisschen vertieft, den du jetzt gerade anholst, nämlich Rome and Civil Liberty, also ja. Rom und die bürgerliche Freiheit. Und der Titel an sich ist ja schon ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich, weil da, wo Rom herrscht, gibt es keine bürgerliche Freiheit. Wie sind die zwei Dinge unter einen Hut zu bringen? Ein sehr interessantes Buch, das Tom Fress in Englisch natürlich, weil es ist ein englisches Buch von James Edgar Wiley, auf First Amendment mit Radio gelesen hat und das ich auf meinem englischen BitChute-Kanal hochgeladen habe, etwas mehr als 60 Lesungen, und das kann ich jedem nur anraten, sich mal anzuhören. Das ist, wer Englisch kann, ne? Sehr, sehr wichtig. Ja? Und das geht auch ein bisschen auf das ein, was der Robert da zu dir gesagt hat. Wenn du dich erinnerst, ich habe ein anderes englischsprachiges Video von Richard Bennett, das heißt, jetzt komme ich nicht auf den Titel. Jedenfalls sagt Richard Bennett darin, wie wir alle katholisch gemacht werden, dadurch, dass die Staaten, in denen wir leben, dem römisch-katholisch-kanonischen Recht folgen. Ja? Und wie wir ja auch in diesem Buch besprochen haben, dass eben alle Zivilgesetze der Länder angepasst sein müssen an römisch-katholisch-kanonisches Recht. Und wenn es Länder gibt, die ihre Zivilgesetze nicht an das kanonische Recht anpassen, dann wird die Regierung als de facto Regierung erklärt, dann wird ein Regime-Change gewünscht, eine Regimeveränderung gewünscht, und dann kommt Rom da rein und installiert eine Regierung, die eine de jure Regierung ist, das heißt, die wohl ihre Gesetze an die römisch-katholischen Gesetze anpasst. Wichtig dazu ist zu verstehen, was Konkordate sind, ja, und eben zu begreifen, dass ein Land, das ein Konkordat hat, und im Augenblick haben knapp 180 Länder auf dieser Erde ein Konkordat mit dem Vatikan, dass wenn man ein Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche unterhält, dass die römisch-katholische Kirche ihren Führungsanspruch als alleinige Religion dort verbrieft hat und dass eben die Gesetze an ihr kanonisches Gesetz angepasst werden müssen. Hm. Ja? Vatican Control Through Civil Law heißt das Video von Richard Bennett, auf den Titel ich gerade eben nicht kam. Also vatikanische Kontrolle durch das bürgerliche Gesetz. Ja? Und ich glaube, dass der Robert das meinte, als er das ansprach. Wir werden alle katholisch gemacht, ohne dass wir es selber wollen, Alexander. Ja, das sicher, ja. Ja, aber das war mehr, ja, ich lasse es jetzt unkommentiert, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Jörg, ja. Ja, ist ja prima. Ist ja vielleicht auch eine Sache, mit der man sich mit dem Robert vielleicht mal hinsetzen sollte und ihm erklären sollte und Ja, eben sagen unbedingt, sollte: ja. Schau, das ist ja die Sache, die wir jetzt gerade in dieser Zeit in 2021 mitmachen. Ich kann es nur immer wieder den Leuten sagen: Die ganze Corona-Geschichte geht nicht um irgendein Virus, der die Welt in dem Griff hat. Es geht um Gehorsam abzuzwingen von den Bewohnern dieser Erde. Weil Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung. Und der Teufel will angebetet werden. Lest mal Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 15. Ja? Er erhebt sich über Gott. Er ist der Gott dieser Welt. Er will angebetet werden. Und das heißt, er verlangt unbedingten Gehorsam oder Kadavergehorsam, wie wir auch von den Jesuiten her kennen. Der Kadavergehorsam der Jesuiten wird übertragen auf jeden Einwohner in dieser Welt. Das ist die Agenda, die hinter Covid steckt und nichts anderes. Das ist ja, sie nehmen die Schrauben, wie sagen wir, die Schrauben werden immer mehr angezogen. Ja. Ja, und das Wasser in dem Topf, wo der Frosch drin sitzt, wird von kalt immer wärmer, ohne dass es merkt. Michael, du kannst gerne mit einfallen hier in unsere kleine Unterhaltung und dann auch gerne deine abschließenden Gedanken, wenn du sie hast, vortragen an uns. Ja, Das ich ist kann ja. da gar nicht viel beizutragen. Ich bin halt einfach nur sehr berührt, dass der Alexander sich da doch einige Zeit genommen hat und da seine Gedanken niedergeschrieben hat. Und ich hatte da jetzt nicht so wirklich etwas Fruchtbares beizusteuern. Deswegen halte ich mich einfach im Augenblick zurück und bin da jetzt so der stille Genießer. Ja, das ist Ich ja auch mal eine schöne Rolle. hab dieses Ich Buch war ja noch auch nicht ganz mitverfolgt. fertig. Bitte? Ich war noch nicht ganz fertig mit meinen Äußerungen. Nee, deswegen Ja. bin ich ja jetzt auch direkt wieder gemutet. Dann sag mal weiter, Ja, bitte. also eben, ich denke, und eben der größte, also ich fange da dann eben, ich denke, der größte Trick des Teufels ist ja, uns zu täuschen. Und wenn wir getäuscht werden, dann können wir auch enttäuscht werden. Oder durch die Täuschung kommt die Enttäuschung. Und ich denke und glaube, dass die Mehrheit der Menschen hier, wirklich die Christen, sind getäuscht worden. Und wenn sie erkennen, dass sie getäuscht werden und begreifen, wie betrogen sie sind von dieser Kirche, ja, und sogar die Freunde sich abwenden, wenn sie diese Lüge aufdecken, dann wird die Wahrheit sie im wahrsten Sinne des Wortes sie freimachen. Und das ist, ja, wie soll ich sagen, der Glaube dann daraus, aus diesem katholischen zu diesem wahren Glauben, das sind Welten dazwischen. Das stimmt, ja. Weil ich denke, es fängt ja mit der Buße an. Mit der Beichte. Es ist mit der Beichte, ja. Es ist etwas Persönliches, wenn du mit Gott im Reinen bist, anstatt wenn du mit einem Menschen darüber redest. Ja, man muss direkt zum Schöpfer gehen. Und ich denke auch, wenn ich das mein Leben anschaue, in der ganzen Perspektive, ist ja noch nicht so viel, 20 Jahre, jetzt wo ich dann Christ bin. Bevor ich Christ war, es war wirklich sehr viel Dunkelheit hier und keine Existenz, es war völlige, wie soll ich sagen, Orientierungslosigkeit. Und mit dem Glauben kam ja eine gewisse Stabilität, es kam eine Kraft hinein und vor allen Dingen auch eine Führung, die man, wie soll ich sagen, wie das Gute hervorbringt. Also das Leben hat einen langen Weg und ich denke, dass so viel Segen in ein Leben hineinkommt, da muss man wirklich sehen, da ist plötzlich ein Gott da. Ich könnte da hunderte von Beispielen aufführen, wie da ich Gott erlebt habe in meinem Leben. Aber ja, es ist Schutz, es ist Segen. Ja, und vor allem Dinge, auch ein Glück, dieser Konsum, wo man sich in sich hineinzieht und sich damit betäubt, das kann niemals das hergeben, was die katholische Kirche mit ihrer ganzen Bandbreite von
Industrien aufgezogen hat mit ja, Medien und, was sie alles besitzt, die katholische Kirche. Ja, das war eigentlich mein Schlusswort jetzt hier dazu. Schön. Ja. Ja, Michael, dass du nicht echt ein Schlusswort vorbereitet hast, ist nicht weiter schlimm. Ich tue das auch nicht. Ich halte es da mit dem Rat von Jesus, den er gesagt hat, wenn wir vor Gericht stehen, dann sollen wir uns auch nicht irgendwelche Plädoyers vorbereiten, sondern wir sollen in dem Augenblick sprechen, wenn uns der Heilige Geist eingibt, was zu sprechen, das sollen wir dann sprechen. Und das wollte ich eigentlich auch als mein Schlusswort nehmen. Ich weiß nicht, Michael, möchtest du jetzt gerne noch was sagen oder soll ich jetzt den Schluss übernehmen von dieser Lesung? Das war so elaborate vorgetragen, dass ich da nichts mehr anschließen kann, außer halt erstmal auch vielen Dank zu sagen für die ganze Arbeit, die du da mitgemacht hast, mit diesen ganzen Kommentaren, mit den ganzen Vorbereitungen. Das ist ja halt einfach so, dass man das ja auch gar nicht so sieht, dass sich da jemand erstmal vorbereiten muss, dass jemand halt da Texte schreiben muss, dass man die Sendung aufnehmen muss und bearbeiten muss. Und dafür, denke ich mir, sollte man auch mal Dankeschön sagen. Ja, ich danke dem Herrn dafür, dass er mir die Möglichkeit gibt, diese Dinge zu machen und dass durch seine Führung es geglückt ist, das so verständlich zu machen, dass Leute wie Alexander und du in diesen Lesungen treu dabei geblieben sind und von diesen Lesungen viel gelernt haben. Das ist das Einzige, was im Endeffekt nachher wichtig ist, dass man so ein Buch liest und dass man schlauer rausgeht, als man reinging in das Buch. Und das ist etwas, was dieses Buch, das Doppelgesicht des Papsttums, gemein hat mit ein paar anderen Büchern, die mir sehr, sehr am Herzen liegen, die ich sehr gerne mit euch teilen möchte, dass ihr die unbedingt lest, die im Grunde mit demselben Thema sich beschäftigen. Ich kann es nur immer wieder sagen, die wenigsten Menschen kriegen eine Bibel in die Hand gedrückt und verstehen auf einmal von, da ist Gott und da bin ich. Und Gott hat dieses Buch als eine Gebrauchsanweisung für mein Leben geschrieben und gibt es mir in die Hand, dass ich es begreife. Die wenigsten Menschen haben dieses Verständnis. Die meisten werden auf anderen Wegen zu diesem Verständnis geleitet. Und diese Wege gehen oftmals darüber, dass man in dieser Welt lebt und auf einmal, trotz aller Indoktrination, die von diesem System kommt, anfängt, sich Fragen zu stellen. Und sagt, irgendwo stimmt das nicht. Ich lebe hier in einer Welt der Widersprüche. Und wenn die Dinge sich widersprechen, dann kann ja nur eins von beiden wahr sein. Aber jedes behauptet von sich, die Wahrheit zu sein. Ja, welches ist denn dann die Wahrheit? Und wenn ich dann anfange, die Dinge zu untersuchen und dann die zwei Lösungen von dieser Welt mir genau anschaue und zu dem Schluss komme, dass beide eine Lüge sind, dann muss ich sehen, wer ist denn der Verfasser dieser Lüge? Wo kommen die Dinger denn her? Und das führt mich zum Papsttum. Und wenn ich dann beim Papsttum bin, dann bin ich bei das, was ich eigentlich gar nicht wollte. Dann bin ich bei Religion, dann bin ich bei Glaube. Und dann gehe ich dem Papsttum auf den Grund. Und genau das hat James Edgen Wiley mit diesem Buch getan. Er hat uns ein Buch gegeben, mit dem wir ohne große Vorkenntnis erkennen können, dass die Dinge in dieser Welt so laufen, wie sie laufen, weil das Papsttum, weil die römisch-katholische Kirche überall die Autorität an sich reißt. Und es gibt noch ein paar Bücher, die für sehr, sehr wichtig sind zum Verständnis. Ich habe in der letzten Zeit einige Videos geschaut, die Alexander hochgeladen hat. Alexander hat sich in den letzten Wochen die Mühe gemacht, viele meiner Videos auf seinem Kanal hochzuladen. Er hat angefangen, da hat er keinen einzigen Abonnenten gehabt und kein einziges Video. Inzwischen hat er weit über 100 Videos und ein paar Abonnenten. Ich glaube, über 20 in der Zwischenzeit. Die wachsen halt, je öfter man solche Videos hochlädt. Das erste oder die ersten Videos, die Alexander hochgeladen hat, war meine allererste deutsche Lesung. Und ich habe mir die ab und zu mal mit angeschaut. Ich habe wenig Zeit und ich gucke mir wenig von meinen eigenen Lesungen an. Aber da habe ich noch mal reingeschaut. Von Babylon nach Rom, von Alexander Hislop. Das ist ein Buch, das möchte ich euch ganz, ganz dicht ans Herz legen, um zu lesen. Und wenn ihr nicht so gefordert seid in der schwierigen Schriftart, in der schwierigen Art, wie Alexander Hislop geschrieben hat, das Buch 1853, dann lest das Buch von Ralph Woodrow von 1966, Babylon, Mysterien, Religion.
oder folgt meine Lesung dieses Buches auf YouTube oder sonst wo, wo ich das hochgeladen habe. Das sind zwei Bücher. Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop von 1858. Ja, 1853 erschien das Buch als lose Blätter und dann wurde es später gebunden. 1858 erschien es als Buch. Dann Babylon Mysterienreligion von Ralph Woodrow, das er 1966 geschrieben hat und 1999 widerrufen hat, 33 Jahre nach dem Veröffentlichen. Ja, was für ein Zufall. Aber egal, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, aber nur in Englisch über seine Widerrufung. In Deutsch bin ich da nur kurz drauf eingegangen. Ganz, ganz wichtige Bücher. Und dann das Buch der Bücher neben der Bibel. Und Alexander hat es bereits ein paar Mal erwähnt. Und das ist das Buch, das überhaupt diese ganzen Lesungen damals erst initiiert hat, möchte ich mal sagen. Und das ist das Buch Romanismus und die Reformation. Und das findet ihr auf meinem Archive hier. Das ist 219 Seiten stark, übersetzt von Maximilian. Und ist das Buch von 1888. Ist im Grunde kein Buch, sondern es sind Vorträge, die Henry Gretton Gillis in Exeter Hall in London damals gehalten hat, vor tausenden Menschen, die sich dazu versammelt haben, dazugekommen sind und das gehört haben. Und er erklärt hier den Unterschied zwischen Romanismus und Reformatismus oder Protestantismus. Er basiert sich auf die Bibel in Daniel, auf Paulus und auf Johannes. Und dieses Buch ist neben der Bibel das wichtigste Buch, das ein Christ gelesen haben sollte. Und dank der fantastischen Übersetzungsarbeit von Maximilian steht uns das Buch in Deutsch zur Verfügung. Und ihr könnt es sogar, im Hanse Verlag ist es veröffentlicht, auf Amazon und auf anderen Stellen im Internet könnt ihr das sogar käuflich erwerben. Dieses Buch. Romanismus und die Reformation. Und dann natürlich das Buch, mit dem wir jetzt abgeschlossen haben, das Doppelgesicht des Papsttums von James Edgen Wiley. Ja? Ganz, ganz wichtig. Also, diese vier Bücher. Von Babylon nach Rom, Babylon Mysterienreligion, das Doppelgesicht des Papsttums und Romanismus und die Reformation. In der Reihenfolge, wie ich sie aufgezählt habe, umgekehrt, das ist die Wichtigkeit. Romanismus und die Reformation, Doppelgesicht des Papsttums, Babylon Mysterienreligion und von Babylon nach Rom, von Alexander Hislop. Danke Alexander, dass du dir die Mühe gemacht hast, nicht nur jede Woche, fast jede Woche, beinahe wirklich jede Woche, ein tolles Lied beizusteuern zu den Lesungen. Und dass du dir die Mühe gemacht hast, die abgelaufenen Wochen all diese Videos auf deinem Kanal zu veröffentlichen, dass trotz aller Zensur bei YouTube mehr und mehr Leute diese Dinge hochladen und es dadurch mehr und mehr Verbreitung empfindet. Auch bei Michael möchte ich mich bedanken für seine tatkräftige Unterstützung, der mir viel zur Seite gestanden hat und viel geholfen hat in vielen Dingen. Und vor allen Dingen möchte ich einem danken, unserem Herrn, Jesus Christus. Weil da geht es drum. Ohne Christus ist alles, was wir hier tun, komplett nutzlos. Und was tun wir hier? Wir schärfen uns hier unsere Schwerter für den Kampf. James Edgen Wiley hat uns in seinem Buch Das Doppelgesicht des Papsttums gezeigt, dass wir in einer Welt leben, die vorgibt, etwas zu sein, was sie nicht ist. Die Welt gibt vor, christlich zu sein, aber sie ist in Wirklichkeit teuflisch. Und gegen diesen Teufel müssen wir zu Kriege ziehen. Wir sind Soldaten für Jesus Christus. Und die Art und Weise, wie ich in seinen Krieg ziehe, ist niedergeschrieben im Buch der Epheser. Und mit dem Zitat möchte ich die Lesung enden. Epheser Kapitel 6, Vers 10. Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Kraft seiner Macht. Eben noch das Bild daneben machen. Zieht den ganzen Harnisch Gottes an, damit ihr gegen die List des Teufels bestehen könnt. Denn wir ringen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Mächte, gegen die Herrscher der Dunkelheit dieser Welt, gegen geistige Bosheiten in hohen Lüften. Darum nehmt den ganzen Harnisch Gottes, damit ihr am bösen Tag standhalten könnt und alles getan habt, um auszuhalten. Stehet darum,
Ihr habt eure Lenden mit Wahrheit umgürtet und tragt die Brustplatte der Gerechtigkeit. Und eure Füße beschlagen mit der Vorbereitung des Evangeliums des Friedens. Vor allem nehmt das Schild des Glaubens, womit ihr in der Lage sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen zu löschen. Und nehmt den Helm der Erlösung und das Schwert des Geistes, welcher ist das Wort Gottes. Betet immer mit allem Gebet und flehet im Geiste und wachet mit aller Beharrlichkeit und plädiert für alle Heiligen. Von der autorisierten 1611 König James Version ins Deutsche von mir übersetzt. Und damit beschließe ich die Lesung, das Doppelgesicht des Papsttums. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, lest eure Bibel. Maranatha.